Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und ich hab Durst. Don't even need to boil it. Mit mir spielt natürlich irgendwo Matildo. Genau, und danke für eure Kommentare. Ich hab jetzt Bock auf eine neue Basis. Und dass ein Update kam, wusste ich auch gar nicht. Ich hab gesehen, im Menü, Max kann jetzt sprechen. Der ist vertont worden. Und ja, ihr habt noch gesagt, hier gibt es ganz viele neue Sachen. Ich weiß bloß nicht wo. Wir haben auf jeden Fall gesehen, dass wir hier unten noch gar nicht waren. Und ich finde die Idee mit dem Baseball oder hier mit den auf den Zäunen eine Basis zu haben auch ganz toll. Aber ich will erstmal wissen, wie die Inseln hier aussehen. Vielleicht gibt es ja keine Insekten oder so. Das wäre ja cool. Müsste man sich mal anschauen, oder? Ja. Ach ja, wie immer, Mathilde hört mir gar nicht zu, aber meckert, wenn ich hier nicht zuhöre. Hab dich lieb. Ach, Ampo. Ich kann voll cool hüpfen. Ey. Ja, kann auch. Ich auch. Ich will Super Mario dir auf den Kopf springen. Ja, wollen wir dann jetzt mal los? Ja. Und wir müssen, das war auch nochmal so ein Tipp von der Nachteule, Ameisen töten, um komplette Ameisenrüstung zu kriegen, damit die Ameisen nicht mehr. Ja, wo gehen wir überhaupt hier? Richtig lang? Weiter südlich hier so, ne? Ich folge dir. Du folgst mir, ist schön. Ah, guck mal, da liegt Nektar oder sowas. Ich glaube, das ist Honigtau. Honigtau, immer mitnehmen. Alles mitnehmen, man kann alles gebrauchen. Ich lebe die Insektenpässe. Oh, ist doch ein bisschen hoch. Ist ja nicht wie bei Conan, dass wir jetzt so an der Seite runterglitschen können. Wenn wir von wo hoch runterspringen, ist es gut, wenn wir hier so einen Dandelion-Taft haben, also sowas von so einem Löwenzahn. Und dann können wir sanft runtergleiten. Ja, muss ich den immer mitschleppen oder was? Ich habe schon so viel, was ich mitschleppe. Kannst du so normal im Inventar tragen? Müssen wir mal testen. Wenn ich sowas nochmal sehe, nehme ich es mit. Da unten haben wir irgendwie schon einen Schwellenmarker. Und einen Rüsselkäfer. Und eine eine Ameise. Lass sie uns töten. Oh, die ist rot. Das ist noch eine Ameise. Das sind zwei Ameisen. Ja, die sind hinter dem Rüsselkäfer her. Och, dann muss ich jetzt... Sonst dem noch eine Ameise. Drei Ameisen. Schaffen wir drei Ameisen? Zwei auf jeden Fall, aber drei... Warte mal. Aber hast du nicht einen Bogen? Stimmt! Ja. Du wolltest mir noch einen Bogen bauen, oder? Ich hab dir einen Bogen gebaut. Ich hab ihn nicht mitgenommen! Ameisen hacken! Aua, dieser Akku. Genau, ich bin der Tank und du bist Legolas. Legolas, der hat Pfeile. Mach ich jetzt einen auf ihr Speer. Lauf nicht weg, du hast die ganzen Pfeile. So, ich sammle mal die Pfeile ein. Munition ist immer wichtig. Oh, das ist sehr gut. Hier ist auch noch eine. Waren wir da vorne schon? Ja, okay. Ich hab auch Ameisen. Oh, warte mal, da ist ein Field Station. Da waren wir doch schon. Also ich hab... Ja, aber vielleicht haben wir jetzt gerade was dabei, was wir wieder neu erforschen können. Hast du die anderen Ameisen gekillt und den Rüsselkäfer gefunden? Nein. Aber ich habe die eine Ameise gekillt und auseinandergenommen. Ah, warte mal. Ich habe ja das verrottete Fleisch mitgenommen. Damit können wir ja Ameisen anlocken. Was ist das denn hier? Ich habe nichts zum Doch, ich schon. Ich habe einen Endpart. Hattest du sowas mal analysiert? Ja, habe ich schon. Weil ich habe das erste Mal, glaube ich, das jetzt im Inventar. Na gut. Haben wir schon analysiert. Ich guck trotzdem. Mach mal. Hast du recht. Ich habe es bloß nicht vorher gehabt. Ever wonder what the inside of a soda can's like? Not until now. Empty? Me neither. Jetzt ja. Es ärgert mich, dass ich den Bogen nicht mitgenommen habe. Würde mich auch ärgern. Ich könnte dich pieksen und deinen Bogen nehmen.
Ich kann irgendwo drauf gehen und dich abschießen. So, hier sind wir. Und hier gibt's Clay. Clay ist gut. Und Nadeln, aber Nadeln haben wir noch genug. Ach so, das ist aber mehr, ja. Ich will erstmal die Inseln angucken. Warte, dann komme ich mit. Geh nicht alleine. Das Clay können wir uns später holen. Ob es Insekten im Wasser gibt? Keine Ahnung, gibt es irgendwelche fiesen Viecher, Frösche? Frösche oder hier, wie heißen sie gleich? Larven von... Da ist was im Wasser. Da wabert irgendwas. Was ist das denn? Was ist das? Was ist das? Was bist du? Bist du ein Wasserfloh? Was bist du? Ich glaube, das soll ein Wasserflöhe sein. Kann man es töten? Oh, ich muss atmen. Was ist das? Ist das wirklich ein Wasserfloh? Ist das nicht mal aggro, oder? Ah, ich komme nicht durch. Ich habe ihn getötet. Ich habe ihn getötet. Das können wir dann nochmal analysieren gehen. Ist ja noch irgendwo ein Wasserfloh? Das waren zwei. Aber ich sehe den gerade nicht. Achso, Wasserflöhe machen mir jetzt aber keine Angst. Ah, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Mücken! Es könnten Mücken geben. Mückenlarven, genau, das habe ich doch gesucht. Das wäre ja eklig, Alter. Mücken, riesige Mücken. Die unser kleines Blut haben wollen. Oh, ist ja alles zugewuchert, ist ja richtig Dschungel hier. Achso, ich bin wieder auf dem Festland, ups. Ich habe schon drei Wasserflöhe getötet, Heinrich. Ja, töte sie alle. Ich erkunde. Ich habe ein Herz für Wasserflöhe. Die sehen aber dusselig aus. Ich muss jetzt mal googeln, ob die in echt so aussehen. Oh, da ist doch ein Wasserfloh. Es kann doch nicht sein, dass Wasserflöhe so scheiße aussehen. Also irgendwie das, was auf der Karte quasi als Land aussieht... Boah, hier sind ganz viele Wasserflöhe. ...ist irgendwie kein Land. Pass auf, aus den Wasserflöhen kannst du Nadel-MG machen. Eine Gatling-Gun mit Nadeln, das würde ich cool finden. Auf jeden Fall werde ich den nochmal analysieren gehen. Also, ja, das können wir auf jeden Fall. Also ich kriege tatsächlich nur Wasserfloh Fleisch raus, aber ja. Oh, da ist eine Schaufel. Eine große. So, ich habe jetzt 6 Wasserflöhe getötet. Ich finde, das reicht langsam. Ja, glaube ich auch. Ich glaube, da hinten in der Ecke ist noch irgendwie sowas mit Fliegen. Ich gehe da nochmal hin. Oh, die Riesenschaufel will ich auch nochmal kurz sehen. Mache ich auf dem Rückweg. Also bauen wird hier nichts. Oh, hier ist eine Actionfigur. Ich höre Musik. Die höre ich auch. Oh, ich kann unter Wasser trinken. Das ist ein lustiger Plastikfrosch. Wo bist du? Ah, hier sind Fliegen über Wasser, cool. Fliegen, wir haben so wenig. Fliegen, 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 fliegen. Fliege! Fliege, 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 fliege. Wenn Fliegen hinter Fliegen, 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 Fliegen hinter Fliegen her. Fliegen! Invasion der Killerfliegen! Hier sind so viele! Die fliegen! Ah, ich kann nicht aufhören! Schau ich damit jetzt. Was? Sieht ja auch spannend aus. Ach du, komm her, spiel jetzt Fliegen-Baseball. Ey! Kackfliege. Oh, Fliegen-Baseball ist nicht leicht. Seid ihr weg? Komm her, du Fliege! Was mich stört, wenn man schwimmt, hat man immer Unterwasseransicht. Ja. Das kriegen aber nicht alle Spiele hin.
Ach egal, ich gehe weiter. Kackfliegen. Oh, wir sehen uns gleich. Yeah! Man könnte ja auch vielleicht da oben auf der Mauer bauen. Boah, was ist das denn? Oh, hier wächst Moos. Ich kenne mich leider mit Insekten überhaupt nicht aus. Gibt es Insekten im Moos? Stimmt. Die könnten irgendwann Zecken rausbringen. Oh. Die werden ja bestimmt riesengroß. Wie widerlich. Und die könnten einen von uns. Alle. Die könnten einen von uns anfallen. Aussaugen. Oh, ich hasse Zecken. Ich auch. Wie komme ich da hoch? Da lang. Folge mir. Ich folge dir. Du hast das schon ausgekundschaftet? Ja, ich habe so ein bisschen geguckt. So. Wenn du einen Wassertropfen siehst, sag mal Scheiße, ich hab schon wieder Durst. Ja, ich auch. Ach, das also ich hab noch was in meiner Kantine, aber... Aber die ist nur zur Not. Richtig, deswegen will ich die jetzt eigentlich auch noch nicht. Scheißdreck. Schützen. Ich komm da nicht hoch, da diese Kacke. Boah, dieses Pflanzen-Dingens-Bummens. Vielleicht müssen wir hier auch eine Treppe hochbauen. Hallo Katze, ach, du musst noch gefüttert werden. Upsi schwupsi. Komm, die hat heute so gut gefrühstückt. Ja, es kann sein, dass die noch nicht fertig sind, oder? Weil oh, das ist noch nicht angezeigt hier. Aber ich sehe hier noch nicht so einen Bauzaun. Aber wenn man auch so ganz weit rausscrollt bei der Map, sieht man auch irgendwie, was sie mal geplant haben, ne? Man hat hier richtig Außenumrandung, ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Weil hier unten gibt's noch... du ziehst mir hier gerade meine Kopfhörer runter. Also von der ganzen Map, die wir kennen, gibt's südlich noch hier einen richtigen großen Ausschnitt. Oh, ich habe ein Labor gefunden. Ja, wo bist du denn? Da hinten. Bist ja ganz woanders, ich will da hoch. Ja, ich habe einen Weg da hochgesucht und... Oh, was ist denn das? Eine Beere. Hihi. Berry Leather. Ja. Schick hier. Ja, finde ich auch. Kann auch ein Baumhaus bauen. Such hier nur gerade einen Weg zu dem Labor. Ah, da ist das Labor. My name is Marble, and I will be taking your order today. Perhaps I can interest you in the daily specials? My favorite is the Ruby's 0.375 pounder with cheese, with a side of mammal-style fries. That will do just fine, Burgle. Remember the Ruby Burger motto! Make every day exponentially great! Wir können einen Sessel bauen aus Bären. Ich muss, glaube ich, echt langsam auf meine Kantine hier zurückgreifen. Ja, ich habe auch schon richtig Durst. Hey, da wollte ich hin. Was ist das? Science! Irgendwas klingt hier fies. Ja. Ich weiß nicht, was das ist. Ich auch nicht, aber es klingt fies. Die Stimmen im Baum. Könnte das Vögel sein? Oh! 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 Spider. Ja, direkt über mir. Und eine hier so ein Trinkpäckchen. Bist du unten oder wo bist du? Ich bin bei dir. Unter dir. Hier. Auf dem Ast über uns ist auf jeden Fall eine Spinne. Ja, aber die macht diesen Ton nicht. Oh, scheiße. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Ich würde sagen, dass... Oh, da ist auch eine. Da läuft eine Kassette oder sowas. Ich guck mal, ob die Spinne zu uns hinkommt oder ob die da einfach nur hocken bleibt und ich sie abschießen kann. Nice and clean. Nice and clean. Es gibt zwei Spinnen, ne? Ja. Gut.
Fällt was Meine runter? Pfeile fallen da alle runter. Hm. Müsste man denn hinterher unterm Baum suchen? Einen habe ich bisher gefunden, aber wie viel hast du denn geschossen? Schon ein paar. So, nein, das ist das Haus. Ah. Hahaha. Hier beginnt die Veranda. Okay, ist keine Map. Okay. Ob man da... Das wäre auch cool, wenn man später ins Haus kommen könnte. Wie komme ich da jetzt hoch zu dieser dummen Spinne? Hast du was zu trinken gefunden, ne? Ja, ich bin hier gerade. Hab ja hier gerade eine Spinne erledigt. Ich muss nur zu der Spinne hinkommen. Wir sind dreckige Kacklarven. Oder wie man sie nennt, Agro-Larven. Das war knapp. Komme ich dahinter? Ist ein grünes Licht? Nein, da komme ich nicht hin. Hier ist irgendwo anscheinend wieder eine Spinne, die gerade aber nicht an mich drankommt. Aber ich habe einen Spinnenalarm oder so bekommen. Ein Spinnenalarm? Ja. Bist du jetzt Spider-Man? Oh. Wie komme ich da hoch? Oh, da oben, da ist eine Minispinne. Minispinne? Ja, eine Babyspinne. Kannst du sie einsammeln und dann sehen? Ich komme gar nicht zu der Minispinne hoch. Ich weiß nicht, ob ich hier einen anderen Weg finde. Hm. Da ist irgendwie eine kleine Minispinne. Jetzt bin ich oben. Oh, war ja nicht gerade eine Minispinne? Oder? Ein Spiderling. Hast du gefangen? Ja. Cool. Sind mehrere Spiderlinge. Wenn du sie fangen kannst, sie mit? Also töten, ne? Nicht fangen. Ach so. Hier ist vor allem was zu trinken. Ist ja riesengroß. So, jetzt habe ich auch meine Kantinen erstmal hier aufgefüllt. Billy Hooks. Aha. Hat jemand Currywurst gegessen oder sowas? Ein schönes Schwein. Hey, you little Spiderling. Die, die, die. Was die alles hier im Garten schmeißen. Ich meine. Aua! Scheißvieh. Farbbehälter da. Eimer stehen einfach so doof rum. Und. Ich bin da ja immer noch auf dem Baum rum. Ach, Kacklarven. Ah, jetzt habe ich die Beere einfach nur. Ah, ich bin voll. Aufpassen, dass ich hier nicht Mama Spinne in die Griffel laufe. Ja. Ich würde langsam wieder gerne runterkommen. Ja, es wird auch langsam dunkel. Ja.
Oh, Riesenkäfer. Ah, Riesenkäfer. Nein. Wie cool. Ganz doof. Oh, jetzt hätte ich echt gerne mal so einen Dendelientaft. Ich könnte so cool hier runterspringen. Verdammt. Oh Gott. Oh Gott. Oh, Scheiße. Oh Gott. Was machst du hier, Mathilde? Das ist ja hier eine Armee von Viechern. Irgendwas gibt's bei dem Eimer. Hm? Oh, Agro-Ameisen. So, ich begebe mich doch mal zum Abstieg des Baums. Bevor es zu dunkel wird. Larven und eine Armee von Agro-Ameisen. Verpisst euch. Ich guck mir den Eimer irgendwann mit dir mal an. Ach, ich hasse euch Larven. Ich muss einen anderen Weg hier runterfinden. Da ist eine also da bauen Spinner. Wir auf jeden Fall keine Basis. Oh, da ist eine Gerte. Oder eine Hake, Entschuldigung. Oh, oh, hier sind ja überall diese fucking Larven. Die will ich auch nicht bauen. Ich suche hier gerade erstmal einen sicheren Weg runter, ohne der Spinne. Also der großen Spinne in den Weg, über den Weg zu laufen. Huhuhu. Oh, außerdem kann ich da nochmal. Oh, 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 ich bin weg. In das Forscherhütchen. Oh, oh, das war fast zu übermütig. Das ist cool. Ich habe einen schönen Aussichtspunkt. Über den kleinen Garten. Cool. Hm. Ich wollte eigentlich jetzt hier irgendwo. Oh, hier ist ganz viel zu trinken. Hm? Bei mir ist ganz viel zu trinken. Das ist gut, ich finde die ganze Zeit nichts. Kannst ja zu mir kommen. Ich weiß gar nicht, wo du bist. Ach, da hinten. Nee, da laufe ich nicht immer lang. Oh, hier sind meine ganzen Pfeile. Ich glaube, ich renne gleich nach Hause. Ah. Ich sammle erst noch mal meine ganzen Pfeile. Ich bin eure... Fickt euch! Ihr Wichser! Oh. Ey! Der hält mich fest! Was ist denn das für ein Dreck? Someone help me! Okay. So viel dazu. Der hat mich gar nicht losgelassen. Ich wollte eigentlich gleichzeitig wieder runterspringen oder dann vorbeilaufen. Okay, ich habe ganz viele meiner Pfeile wiedergefunden. Ja, ich habe ganz wenig meiner Ausrüstung. So, wo wollte ich denn eigentlich hin? Wo bin ich eigentlich? Was bin ich? Respawn. Ach, scheiße. Bin ich wieder in einer Kackhöhle. Sollte ich mich auch auf einem Weg begeben. Ich habe nur keine Ahnung gerade, wo ich bin. Oh! Hallo, kleine Ameise. Wo willst du denn hin? Brauch noch ein bisschen Sonne. Bitte bleib da. Oh, noch so ein Riesenkäfer, fick dich. Ich wollte abkürzen. Mistkäfer oder was bist du? Ich bin jung und brauche mein Zeug. Der Hügel war eine Scheißidee. Hamburger Hill lässt grüßen. Ach, ich wäre. Weißt du noch, wie man ganz schnell sein Zeug aufheben kann? Hm. Hm, ich auch nicht. Auf E. Ja. Ich laufe jetzt erstmal nach Hause. Klettern kann man ja auch nicht, ne? Oh. Direkt auf den Hügel ist mein ganzes Zeug. Hm. Bist du denn? Da, wo du nicht bist, ich bin gleich wieder tot.
Take all und fuck you. Ach, es funktioniert. Fickt euch. Fickt euch, Käfer. So, ich laufe nach Hause. Jetzt habe ich keinen Bock mehr. Euch kann Ficklarven. Verfickt euch. Hab ich nicht Licht? Let there be light. Mein Licht ist mal wieder fast tot, weil ich wie immer nicht dran gedacht habe, mir vernünftig Fackeln zu bauen. Ich höre noch Kampfmusik. Ich renne, solange ich noch Kampfmusik höre. Mach das. Boah, ich sollte sie abgehangen haben. Also entweder hing ich nur Objekt fest oder die Käfer halten ein Fest. Käfer halten ein Fest? Das ist ja gemein. Ja, es waren zwei. Ich kam nicht von der Stelle. Was macht denn das so komische Geräusche? Ich habe festgestellt, jetzt mit dem Update hat man viel mehr Wegmarker hier automatisch. Vorher hatten wir ja echt nur da Wegmarker, wo wir selber welche aufgestellt haben. Das waren auf jeden Fall nicht so viele, wie hier jetzt angezeigt werden. Ich komme gerade vom Anfang. Das war ja sehr nah da, wo ich gestorben bin. Und ich gehe wieder an diesem Ding vorbei, mit der wir am ersten Folge begonnen haben. Und wir sind hier keinen Schritt weiter gekommen. Um das Ding zu aktivieren, keinen Schritt weiter. Aber ich will eine neue Basis bauen. Okay, dann gehen wir in der nächsten Folge auf Basisstandortsuche. Ja, aber da wo wir gerade waren, es war doch nicht so gut. Ich hab meine ganzen Wasserflöhe, die gehen gerade kaputt. Ich muss mich beeilen, nach Hause zu kommen, damit ich die noch braten kann. Ups. Nein, ich werde es nicht schaffen, glaube ich. Bis ich zu Hause bin, sind die ganzen Wasserflöhe verdorben. Scheiße. Du sagst es. Ah. Oh, ist alles schlecht geworden. No. Aber es gibt bestimmt bei den anderen Seen und Teichen bestimmt auch Wasserflöhe. Ja. Ach ja, und ich habe hier Dings bekommen. Ach, ich habe irgendwas anderes. Mist. Was hast du? Ach, Ameise. Du hast die Tür offen gelassen. Ey, du kleine Ameise. Die ist einfach durch die Tür gelaufen. Ja, die kriechen hier unter unsere Basis hervor. Oh, habe ich Endparts bekommen. Nächtlicher Überfall von scheiß Ameisen. Hör auf, meine Basis kaputt zu machen. Auch wenn es meine alte ist. Ja, hier hinten hätten wir auch noch was zumachen müssen. Ach, jetzt haben wir noch eine. Clay wäre besser gewesen. Ja, wissen wir fürs nächste Mal. Konnte ich die ganzen Teile jetzt nicht aufsammeln? Doch, ne? Oder man muss die nochmal komplett verkleiden. Das würde vielleicht auch noch gehen mit Grashalm. Dass die ja nicht runterkommen. Oh, jetzt ist mir wieder Fleisch vergammelt. Nur kurz. Acid Gland brauchen wir. Drop. Maidfass. Ich habe nichts mehr zu essen. Ist gerade alles schlecht geworden. Hallo? Hallo? Hier zwei Ameisen. Warum bei hast mir. Du uns schon wieder die Tür offen gelassen? Ich bin da reingegangen. Man kann doch die Tür schließen. Ich habe die aufgemacht, weil ich raus wollte.
Ich wollte rausgehen und dann standen da zwei Ameisen. Verdammte Ameisen. Ach, jetzt kommt wieder Fiber. Nichts zu essen, nichts zu essen. Heinrich muss hungern. Ich hab noch hier Dingsbums. Ich hab dir hier links in die Truhe mal ein Müsli-Riegel gepackt. Müsli-Riegel? Habe ich auf dem Baum gefunden. Wow, wurde mitgeschrumpft. Wir brauchen mehr Maidfass, wir brauchen Milben. Da kenne ich eine Ecke, wo man hingehen kann und da gibt's ganz viele. Ist meine Rüstung kaputt gegangen? Nee, ich habe keine Rüstung angehabt. Ach so, ich bin ja gestorben, das war's. Haha. Da muss man die auch auswählen. So. Ey, guck mal, Heinrich, guck mich mal an. Warte, ich geh mal hier ins Licht. Ja, ich sehe schon, du hast fertig. Nee, nicht fertig. Nur hier Schulterdinger. Ach so. Ich habe mir Kniedinger gemacht. Aber mir fehlen jetzt halt weitere Parts, um... Kann es sein, dass wir noch gar nicht den Torso entdeckt haben? Also jetzt diesen Bauchschutz? Wenn es da einen gibt, also... Könnte sein, ja. Weil wir haben nur drei, Schulter, Knieschoner und Helm. Ja. Ist das Set dann schon komplett, oder? Also, wenn man drüber nachdenkt, logischerweise müsste ja eigentlich noch was fehlen. Weil hier, ich sag mal, aus den Nussschalen kannst du ja einen Brustpanzer bauen. Weil da gibt's keine Schulterpanzer. Vielleicht ist der Schulterpanzer quasi der Brustpanzer. Und bisher haben alle irgendwie doch nur drei Sets. Das könnte hinkommen. Gibt immer nur drei Sets. Man kann sich Spinnrüstung machen, sieht ja eklig aus. Achso, was brauche ich denn für die Schulter? Ah ja, das habe ich nicht mehr. Ach ja, ich wollte mir noch mal ein, zwei neue Fackeln bauen. Ja. Aber man kann ja Sachen reparieren, ne? Den Fackeln auch zu reparieren, ich hoffe. Sepp, Wolf, Fibers, Break und Dry Grass Chuck. Nee, ging nicht. So. Bevor ich hier vergesse, wo ist der Bogen? Der ist hier in der Truhe, bei der ich gerade bin. Okay. Könnte es vielleicht doch noch reichen? Yeah! Machst du wieder was kaputt? Ja, ich brauche Pflanzenfasern. Ah, mir fehlt Maidfass. Ja, deswegen habe ich gesagt, wir müssen Milben jagen. Fehlt mir nämlich auch. Okay.
Dann würde ich sagen. Dann hast du gesagt, dass du eine tolle Stelle weißt für Maltes. Ja, und zwar da, wo ich gestorben bin. Habe ich das noch drauf? Ja, auf jeden Fall, hier. Hier vor der Veranda. Hier war irgendwo ein Stein quasi, wo so ein umgekippter Farbbehälter ist und da war ein Haufen Milben, die mich angesprungen sind. Angesprungen haben. Da können wir nächstes Mal hingehen zum Milbenbaum. Milbenhügel. Hügel der Milben oder von den Milben. Ja. Das ist eine gute eine Idee. Ich weiß, was ich meine. Scheiße. Und dann müssen wir eine Basis bauen. Ja. Müssen wir, wie gesagt, uns noch auf einen schönen Standort einigen. Ja, da die Kommentatoren ja quasi auf diesen Holzzaun gebaut haben. Ja, das war Mickey. Möchte ich nicht. Ja, genau, Mad Mickey. Da möchte ich jetzt nicht auch dasselbe machen, aber mir fällt jetzt auch gerade keine bessere Position ein. Vielleicht kann man auf den Stein bauen? Kann man Brücken bauen? Ich sehe jetzt zwei riesige Felsen. So, jetzt habe ich mir erstmal zwei Dingens gebaut. Wir lassen sie gleich fackeln. Ja, ich glaube, wir lassen uns da nochmal von der Inspiration knutschen. Den Frosch habe ich gar nicht gesehen, Mist. Den du entdeckt hast. Ah, da kommen wir bestimmt nochmal vorbei. Ja, ist ja eh gerade Nacht, da kann man eh nicht viel machen. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Also reingehauen, kommentieren, liken nicht vergessen. Wir freuen uns immer über schöne Anregungen. Ihr habt uns ja schon wieder tolle gegeben. Wir kennen es ja nicht anders von euch. Ja, ihr habt uns wieder inspiriert. Neue Basis. Oh, cool. Bin draufgehüpft. Cool. Ja, das waren jetzt hier so Probedinger. Das war Probeding 1, Probeding 2 und Probeding 2 war schon stabiler, aber mich nerven trotzdem die Ameisen. Also man könnte das hier noch verbessern, indem man hier mehr Fallen aufbaut. Das würde schon gehen. Vielleicht auch noch so Wachturm, wenn man noch von Pfeile runterschießen kann oder so. Aber das, weiß nicht. Neuer Ort, neues Glück. Und ja, wie gesagt, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.